Assalamu alaikum, Friede sei mit euch, hieß es am 4. März im Fürstenhaus von Weißenfels. Zu einem Themenabend unter der Überschrift Islam in Deutschland wurde eingeladen, um darüber zu informieren, was Islam ist. Eigentlich ist es ja recht naheliegend. Wir haben ja seit mittlerweile fast einem Dreivierteljahr die Flüchtlinge bei uns in Weißenfels. Viele von denen haben auch einen islamischen Glauben. Das ist etwas, was für uns völlig neu ist, und wir möchten eigentlich nicht hier auf welche Parolen auch immer setzen, sondern wir wollen einfach Informationen aus erster Hand haben. Und Anfang vorigen Jahres war der Finanzminister, der Jens Bolejan, mit mir in unserer Partnerstadt zu Besuch. Und dort haben wir die Moschee in Kornwestheim besucht. So sind die ersten Kontakte entstanden. Und dann war es ja auch relativ naheliegend zu sagen, wie sieht's denn aus? Ist es eine Möglichkeit, mal nach Weißenfels zu kommen und einfach mal den Islam in Deutschland vorzustellen, um sich selber auch ein Bild machen zu können? Denn der islamische Staat ist eben mitnichten der Islam oder die Vorkommnisse in Köln. Hümera und Selçuk Aydin, türkischstämmige Zuwanderer in der zweiten Generation, sprachen darüber, wie sie ihre Religion in Deutschland leben. Wir sprachen mit dem Ehepaar und zeigen ihnen in der kommenden Sendung mehr.